Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytaria. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytaria. Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lust auf Vegan Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir sind im neuen Jahr, im Januar. Und ich habe das früher auch gemacht, beziehungsweise ich mache es heute auch noch, muss ich ehrlich sein. Aber ich mache es heute anders. Wir sprechen jetzt drüber. Gute Vorsätze. Und eine Sache, die ich gelernt habe, ist, gute Vorsätze in die Zukunft schauen ist durchaus sinnvoll, aber was sehr wichtig ist und was für mich relativ neu ist, ist eben auch einfach mal das alte Jahr mal zu reflektieren und halt eben nicht nur zu schauen, so was war schlecht, sondern eben auch was war gut. Und da habe ich mir jemand eingeladen, wo ich mich sehr freue, die Anna Klaassen, bekannt als Wellbeing Anna. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und deine Expertise jetzt hier mit einfließen lässt, denn du bist für mich eine Inspiration. Wir schicken uns auch gerne mal Sprachnachrichten hin und her. Ich beneide dich so um diese Sicht auf die Dinge, die du hast. Also ich bin ja so ein total rationaler Typ und bin aber schon so ein bisschen mehr esoterisch, nenne ich es jetzt einfach mal. Und du hast so in deinen Videos, in deinen Texten halt so diese Ausstrahlung, die ich so gerne hätte. Sage ich jetzt einfach mal so. Also du wirkst immer unheimlich gefestigt und in dir. Jetzt bist du natürlich auch Profi-Tennisspielerin. Also du warst schon mal im Podcast. Also da kann man über dich persönlich ganz viel erfahren. Das lassen wir heute weg, weil die Folge gibt schon. Ist das für dich, fangen wir mal so an, vielleicht auch jetzt Privat- und Profisport, das ist für dich auch tatsächlich, ich sag mal, notwendig, auch einfach für den Sport, den du treibst, dass du, ich sag mal, Klarheit, Konzentrationsfähigkeit, kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, wieder dabei zu sein und danke für das wunderschöne Kompliment. Es war tatsächlich ein Prozess und ich bin irgendwann auf die Reise gegangen, weil ich halt gemerkt habe, dass da ganz viel ist, woran ich arbeiten darf, dass ich nicht im Reinen mit mir war, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe, dass ich kein Selbstwertgefühl hatte oder ein sehr, sehr geringes. Und ja, wirklich darüber, eigentlich aus dem Schmerz heraus, bin ich auf die Reise gegangen, aus einer Krankheit, sage ich mal, heraus. Und wenn ich das jetzt so reflektiere, bin ich so ungefähr 10 Jahre wirklich auf der Reise, wo ich aktiv wirklich mit einer bewussten Entscheidung losgegangen bin, Bücher gelesen habe, Seminare besucht habe, Workshops selber, ja, wirklich besucht habe und mir die Zeit genommen habe, um mich persönlich weiterzuentwickeln und dann aber auch natürlich ganz viel aufgenommen habe über Podcasts, über Bücher, über tiefe Gespräche, über Menschen, die mich inspirieren. Und dann aber den größten Unterschied tatsächlich gemerkt habe, als ich selber dann auch ins Handeln gekommen bin und einfach neue Routinen für mich entwickelt habe, die mir geholfen haben, wirklich ein neues Mindset, eine neue, ja, ich würde so sagen, so ein inneres Sein entdeckt habe, meine innere Weisheit, meine Intuition, die ich, glaube ich, früher schon ganz, ganz stark hatte als Kind und da, glaube ich, sehr gut drauf hören konnte und sehr viele richtige Entscheidungen getroffen habe. Und im Laufe der Zeit durch den Profisport, durch ein paar Umstände in meinem Leben doch sehr verkopft und immer rationaler an Dinge rangegangen bin und gemerkt habe, dass ich überhaupt nicht in meiner Kraft war, nicht im Flow war, wie man so schön sagt. Ja, ich habe einfach gemerkt, dass ich so nicht weiterleben möchte. Einfach, ich möchte es anders machen. Ich möchte mein Leben genießen. Ich möchte, dass ich mich wohlfühle. Ich möchte gesund sein, voller Energie sein und vor allem auch lange Zeit mich wirklich gut fühlen. Und ich möchte nicht später irgendwie rückblickend sagen, dass ich irgendwie was anders gemacht hätte oder dass ich irgendwas bereue. Und da war für mich einfach eine ganz wichtige Erkenntnis. So das Wichtigste für mich ist, einfach meinem Herzen zu folgen, meine Wahrheit zu sprechen und wirklich das zu machen, wovon ich überzeugt bin. Und das kann sich im Nachhinein auch mal als Anführungszeichen Fehler darstellen,
Aber ich sehe Fehler halt wirklich nicht mehr als Fehler, sondern einfach als Erkenntnis, Learning, um es danach anders zu machen. Und das ist so ein bisschen, warum ich auch meinen Podcast habe, warum ich an einem neuen Projekt gearbeitet habe, einfach weil ich gemerkt habe, hey, ich habe ganz, ganz viel gelernt durch den Profisport, durch meine Erkrankung und durch meine Heilung vor allem. Und das möchte ich einfach weitergeben und andere Menschen inspirieren, um einfach, ja, wirklich was beitragen zu können. Das erfüllt mich zutiefst und das ist einfach auch wunderschön, einfach das Gefühl zu haben, man kann was bewirken, weil mir einfach auch Menschen geholfen haben. Und so schließt sich ein bisschen der Kreis. Ihr merkt schon, die Folge heute, also die ist ganz voll. Also wir haben uns jetzt auch im Vorfeld gar nicht wirklich abgesprochen, weil wir gemerkt haben, wir haben so viele Themen, die werden wir wahrscheinlich heute eh gar nicht alle unterbringen können. Aber ja, dein letzter Satz eben, das ist was, diese Erkenntnis von anderen lernen, das ist ja was, das kriegt man ja irgendwie, keine Ahnung. Also man wird ja oft so erzogen oder kriegt das auch in der Schule und so gesagt. Das ist auch alles prima. Aber dieses von anderen lernen ist so eine Sache, die habe ich für meine Verhältnisse tatsächlich auch so in deinem Alter tatsächlich erst gelernt und finde es gut, wenn man diese Erkenntnis hat, weil das Lernen an sich, es gibt ja so dieses, da sind wir nämlich wieder beim Thema, so dieses rationale Lernen, also für eine Prüfung lernen oder so, das ist die eine Sache und das ist auch gut und das ist auch richtig. Aber dieses mit Menschen so im Austausch sein, also von den Erfahrungen lernen, von den Ideen lernen. Und dazu gehört eine ganz entscheidende Komponente, sich dem auch einfach mal zu öffnen. Also das muss ja nicht zwangsweise sein, dass man danach auf einen Nenner kommt. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin ja mittlerweile so ein absoluter Meditationsfreak. Und vor 10 oder 15 Jahren hast du mit mir darüber zwar reden können, aber du hättest mich nie dazu gebracht zu meditieren. Und dann erst, und das ist nämlich ganz entscheidend, was du gerade gesagt hast, erst als ich persönlich mich erst drauf eingelassen habe, und dann hat sich so das für mich und ich dann für mich auch so gefunden habe, wie das so für mich am besten geht. Also ich hatte ja jetzt irgendwie 15 Jahre immer Hunde. Bei mir war es zum Beispiel immer beim Hundespaziergang. Und jetzt ist ja im letzten Jahr mein Hund leider gestorben und ich bin umgezogen. Und so musste ich mir jetzt zum Beispiel eine neue Art suchen, wie ich jetzt meditieren kann, was aber so in meinen Lebensrhythmus passt. Und das ist jetzt natürlich in deinem Lebensrhythmus natürlich ganz anders, aber wir wissen aber beide so, von was wir eben sprechen. Und das lässt sich jetzt auch nicht in einer Podcast-Folge vermitteln. Deswegen, Wellbeing Anna, so heißt doch dein Podcast, den ich selber höre und auch empfehle, da findet man noch ganz, ganz viel mehr drüber. Du hast eben gesagt, Schmerzen haben dich so in diesen Prozess getrieben. Jetzt ist natürlich so meine Frage erstmal, es gibt ja körperliche und ich nenne es mal, es gibt ja auch geistige Schmerzen. Wie war das bei dir oder magst du erzählen, was so ein bisschen der Auslöser war? Gerne. Also bei mir war es auf verschiedensten Ebenen. Es war am Ende, würde ich sagen, eher der seelische Schmerz, irgendwie so ein innerer Ruf in mir, der gesagt hat, es gibt irgendwas anderes, es gibt was Besseres, das auf dich wartet. Und es fing alles an, ich war Teenagerin, so 17 Jahre alt ungefähr, und habe auf einmal sehr starke Hautprobleme bekommen, beziehungsweise sehr stark in Anführungszeichen. Ich habe es damals so wahrgenommen. Heute würde ich sagen, es war eigentlich nicht so schlimm, weil es Jahre später erst wirklich schlimm wurde. Und dann hat man sozusagen den Vergleich. Also relativ spät eigentlich, erst so nach der Pubertät. Und dadurch habe ich mich dann auf die Suche begeben. Und erst war ich sehr viel im Außen unterwegs, bin zu einem Hautarzt gegangen, zur Kosmetik. Und da hat auch irgendwas bedingt geholfen, dann war es mal wieder ganz gut, aber es war überhaupt keine langfristige Lösung da, dass ich einfach wieder reine Haut hatte. Ich hatte sehr, sehr gute Haut bis dahin. Und dann kam so das Thema Ernährung, wurde immer präsenter und ich war schon mal sehr neugierig, habe einfach auch wirklich gerne gegessen, habe dann neue Sachen ausprobiert und es hat mir einfach unglaublich gut geschmeckt. War so erstmal auf dem Trip weniger Industriezucker, Gluten, aber habe Fleisch gegessen, habe viele Milchprodukte gegessen, Eier.
Und dann bin ich irgendwann auf die vegane Ernährung gestoßen. Da war ich so Anfang 20 oder genau 20 und habe das dann ausprobiert. In der Zwischenzeit hatte ich noch von meiner Frauenärztin die Pille verschrieben bekommen. Wirkt super gegen unreine Haut. Hat auch ganz gut gewirkt für die Zeit. Und mein Fokus war dann tatsächlich eher die körperliche Fitness, weil ich einfach viel darüber gelesen habe, hey, man kann da einfach ganz, ganz viel machen, dass man schneller regeneriert, dass man ausdauernder ist und schneller fit wird, was natürlich im Profisport einfach ein Riesending ist, wenn man das bewirken kann. Du trainierst quasi doppelt, indem du wirklich trainierst und gleichzeitig, indem du dann regenerierst und dich passend ernährst dazu. Und ich habe tatsächlich das erste Mal mit der veganen Ernährung wirklich einen Unterschied gemerkt, als ich Milchprodukte weggelassen habe und Fleisch. Milchprodukte war bei mir wirklich der Gamechanger schlechthin. Die kleinen, sag ich mal, Pickel, die ich noch hatte, komplett weg. Ich habe ein bisschen abgenommen, einfach so eher so Wassereinlagerungen, die ich hatte. Ich habe schneller regeneriert, besser geschlafen. Und so ging der Prozess los und bin dann auch bei vegan geblieben, weil es mich einfach so überzeugt hat. Und quasi der Anfang war der gesundheitliche Aspekt. Und mit der Zeit kam dann noch das Tierwohl und die Umwelt hinzu, dass ich mich einfach immer mehr mit den Themen auseinandergesetzt habe. Und dann, ja, kam einfach eine Zeit, ich habe mir 2, 3 Jahre später mein Kreuzband gerissen in Thailand auf einem Turnier und bin zurückgekommen, wurde operiert und hatte OP. In der Reha-Zeit oder kurz nach der Reha-Zeit, als ich gerade so wieder nach 5 Monaten das erste Mal auf dem Tennisplatz konnte, habe ich gemerkt, dass irgendwie was nicht mit mir stimmt. Ich habe mich total müde gefühlt. Ich war immer ausgelaugt. Ich konnte gefühlt den ganzen Tag schlafen. Ich habe zugenommen, obwohl ich nicht anders gegessen habe als vorher. Ich hatte teilweise Entzündungen in den Gelenken, Schwellungen an den Handgelenken. Meine Haut ist komplett ausgebrochen. Ich hatte immer noch hormonell verhütet, aber mit einer Hormonspirale dann. Und es war sehr, sehr viel auf einmal. Und da habe ich mir auch eine kleine Auszeit genommen, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich muss erstmal klarkommen. Ich konnte nicht wirklich intensiv trainieren. Und dann ging die Reise neu los. Und das alles kam trotz einer veganen, sehr bewussten Ernährung. Ich habe mich nicht von Pommes und Ketchup ernährt, sondern habe sogar größtenteils glutenfrei gegessen, immer industriezuckerfrei mit minimalen Ausnahmen. Und habe aber irgendwie, ja, da nicht mehr so richtig Zugriff gehabt, um wirklich was zu verändern, was ich einfach vorher gemerkt habe, als ich auf vegan umgestellt habe. Und dann ging die Reise los. Und am Anfang war ich auch wieder im Außen unterwegs, mehr bei Heilpraktikern, naturheilkundlichen Ärzten, also schon auf dem alternativen Weg, aber im Außen. Und meine Stimme hat mir eigentlich schon damals gesagt, dass ich das eigentlich aus mir heraus schaffen kann, dass ich es, ja, dass ich mich von innen heraus heilen kann und habe aber einfach gebraucht und ich war vielleicht noch nicht reif genug zu der Zeit und habe verschiedene Detox-Kuren ausprobiert, Leberreinigung, Darmreinigung. Hat auch alles kurzfristig geholfen, aber als ich dann wieder so, ich sag mal, mich normal gesund ernährt habe, kam es immer wieder zurück. Hinzu kam, dass ich dann irgendwann erfahren habe, dass auch die Hormonspirale nicht wirklich gesundheitsförderlich ist, wie meine Frauenärztin mir vielleicht damals erzählt hat, die meinte, dass sie nur lokal wirken würde. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich dann einfach mehr und mehr informiert, habe die Hormonspirale abgesetzt, was auch dazu geführt hat, dass meine Haut nochmal ganz, ganz schlecht wurde. Ich wirklich überall im Gesicht einfach Akne hatte und schwerste Pickel. Und das hat natürlich nicht nur körperlich was mit mir gemacht, sondern vor allem emotional, weil ich mich komplett unwohl gefühlt habe. Und ich war nie der Typ, der dann da irgendwie ein Kilo Schminke draufgepackt hat, weil ich wusste, man sieht es eh. Und es hat für mich auch gar keinen Sinn gemacht. Mit dem Sport hat es gar nicht funktioniert, weil ich einfach viel schwitze. Und ja, so begann eigentlich meine Reise nochmal mit Mitte 20, wo ich eigentlich schon dachte, ich weiß ganz, ganz viel, ernähre mich total gesund, ich bin gesund. Und dann kam eigentlich so ein Absturz. Im Nachhinein wurde auch festgestellt, dass ich
das Epstein-Barr-Virus hatte. Und alles begann einfach so nach der OP. Und meine Vermutung ist dadurch, dass ich da schon in einem emotionalen Stress war, das hat mich schon belastet, weil ich natürlich meinen Beruf erstmal nicht ausüben konnte, weil so eine Verletzung doch sehr intensiv war in der Zeit und man sich eigentlich so ein bisschen von null zurückkämpft. Und das hat einfach dazu geführt, dass ich noch mehr, noch tiefer mich in die Materie ganzheitliche Gesundheit eingearbeitet habe, sowohl körperlich als auch geistig. Und habe da dann einfach eine Lösung für mich gefunden in der rohveganen Ernährung, dass ich erst für eine gewisse Zeit den Rohkostanteil sehr hochgefahren habe, so auf 80%. Und das hat für mich schon einen Riesenunterschied gemacht. Ich habe angefangen zu meditieren, ich habe intensiver Yoga praktiziert, habe das vorher schon immer mal wieder gemacht, aber dann hatte ich wirklich so meine tägliche Routine. Ich habe mit Affirmationen angefangen zu arbeiten. Das war für mich ein riesen Game Changer und für mich ist es wirklich so die Kombination aus geistigen und körperlichen Dingen wie die Rohkosternährung. Ich ernähre mich jetzt komplett roh vegan und Affirmation, Selbstliebe, Achtsamkeit, die mir meine Basis geschenkt hat, um mich von innen heraus zu heilen. Ja, das kann ich bestätigen und du bist da auch viel mehr drin in der Materie. Vielleicht jetzt erstmal für die Leute, die mit allem noch nicht ganz so weit sind, Meditation und so, ich denke, das sagt vielen was. Vielleicht erklärst du einfach noch mal kurz Affirmation. Also Affirmationen sind Sprüche, die man selber für sich wiederholt. Eigentlich affirmieren wir den ganzen Tag. Eine Affirmation kann ein Gedanke oder ein Wort oder ein Satz sein. Nur oftmals nehmen wir das gar nicht mehr wahr, was wir überhaupt rausgeben. Ob das etwas ist, das uns gut tut und uns bestärkt oder etwas ist, das uns eher klein macht, runterzieht, unsere Energie runterzieht. Und Affirmationen sollten nicht verwechselt werden mit Suggestion. Die werden ja immer populärer, dass man einfach zu sich sagt, ich bin Millionär, ich fahre Porsche, was auch immer, dass man irgendwie, ich sag mal, Wünsche, materielle Wünsche im Außen für sich als Satz sozusagen oder als Mantra formuliert und das dann wiederholt. Das funktioniert nicht. Das kann nicht funktionieren. Bei Affirmationen geht es darum, sich an die Wahrheit zu erinnern, dass wir oftmals vergessen im Laufe unseres Lebens, dass wir gut genug sind, so wie wir sind, dass wir geliebt sind, dass wir einfach wunderschön sind, so wie wir sind, jeder auf seine individuelle Art und Weise. Und dafür sind Affirmationen da, um einfach unsere Sprache einmal zu uns selbst, aber auch so, wie wir uns sehen und so, wie wir andere Dinge sehen, zu verändern. Es verändert unser Unterbewusstsein. Desto öfter, desto länger du dir diese Sätze sagst, desto intensiver wirken sie. Und man wird merken oder du wirst merken, dass du mit der Zeit wirklich anders auf Dinge schaust, dass du dich anders im Spiegel anschaust, dass du Dinge anders wahrnimmst. Auf einmal spürst du eine tiefe Dankbarkeit für deinen Körper. Du hast es vorher gar nicht wahrgenommen, was er alles für dich tut. Und das sind einfach, ja, Affirmation ist für mich ein Tool, um wirklich mein komplettes Mindset, mein Unterbewusstsein zu verändern und mich darauf auszurichten, was ich möchte. Und wie ich mich fühlen möchte, aber auch meine Ziele, die ich erreichen möchte. Also das kann man gerne mit einfließen lassen, aber dann sind es wirklich Dinge, zum Beispiel, ich bin erfolgreich, ist einfach eine Affirmation und Erfolg kann ja für jeden komplett unterschiedlich sein. Und ich bin erfolgreich, macht mir einfach immer wieder bewusst, wie viel ich wirklich schaffe. Jeden Tag schaffe ich etwas, einen kleinen Erfolg, sei es, dass ich Yoga praktiziert habe, sei es, dass ich gut für mich gesorgt habe, dass ich mich genährt habe oder gute Gedanken gedacht habe, dass ich jemand anderen ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert habe. Und das sind einfach Dinge, um sich immer wieder bewusst zu machen in unserer heutigen Gesellschaft, die ja darauf ausgelegt ist, höher, schneller, weiter, dass man sich immer wieder bewusst macht, hey, es ist alles gut, alles zu seiner Zeit, ich bin wertvoll, ich bin geliebt, ich bin beschützt und ja, und auch, dass man selber für sich verantwortlich ist und für sich, für seine Gesundheit, für sein Glück
Und da gibt es einfach ja tausende von Möglichkeiten, um seine, ja, wirklich sein Leben, sein Glück, seine Erfüllung, seine Gesundheit positiv zu beeinflussen. Vielleicht das noch als Ergänzung. Ganz viele Krankheiten entstehen aus der Psyche heraus, sind psychosomatisch. Und man kann über diese Affirmation einfach sein Inneres verändern, sodass man wieder an die Wahrheit glaubt. Bei mir, ich hatte jahrelang Hautprobleme. Irgendwann war es für mich normal, dass ich Pickel hatte. Ich habe quasi, wenn ich morgens in den Spiegel geschaut habe, erwartet, dass da auch was ist, weil ich es gewohnt war. Und ich musste erstmal ein neues Mindset kreieren. Hey, es ist nicht normal. Das ist nicht die Wahrheit an sich im Sinne von nicht der naturelle Zustand. Und dass ich mich wieder daran erinnere oder darauf ausrichte, mit jedem neuen Tag bin ich gesünder. Meine Haut heilt mit jedem neuen Tag. Und dass ich mich darauf ausrichte, was mein Naturell ist, wie ich sein möchte und nicht mich darauf fokussiere, wo jetzt vielleicht ein neuer Pickel da ist. Nur mal so als praktisches Beispiel. Und auch dafür sind Affirmationen da, um quasi die eigenen Gedanken, die eigene Psyche auf Gesundheit auszurichten. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass es jetzt auch nicht falsch verstanden wird. Wir sprechen ja hier jetzt nicht von irgendwie einer Wunderheilung oder so, sondern du hast es eben nämlich perfekt gesagt, das möchte ich auch nochmal unterstreichen. Wir reden davon, Dinge an uns wieder in den natürlichen Zustand zu bringen. Das ist nämlich ganz wichtig. Also man vergisst ja immer wieder Haut, ne? Der ganze Körper ist mit Haut bedeckt. Man sagt ja auch gerne, es ist das größte Organ. Ist natürlich nicht ganz so richtig, aber das ist dahingehend schon richtig im übertragenen Sinne. Das bedeckt also die meiste Fläche von uns und ist durchblutet und ist durchzogen mit Sehnen, mit Nerven und so weiter. Und das ist auch so ein Klassiker. Vielleicht bei Frauen tendenziell mehr wie bei Männern, wobei ich glaube, das stimmt gar nicht. Ich glaube, Frauen sprechen eher darüber wie Männer. Deswegen möchte ich das gar nicht jetzt irgendwie einordnen und kann es nämlich aus meiner eigenen Erfahrung absolut bestätigen, dass so Sachen wie Schuppenflechte oder auch diese Dermatitis, wo man so richtig offene Stellen, vor allem so an den Wangen, an der Nase, an der Stirn, also diese T-Zone, glaube ich, sagt man, ich weiß es nicht, bekommt. Schuppen oder Schuppenflechte vor allem, Haarausfall, da ich will jetzt auch nicht, wir sind ja keine Ärzte, da kann ich jetzt nur von mir sprechen. Und vor allem so der Klassiker, wo ich ganz viele kenne, das ist so an den Gelenken der Hand, also oben, wo der Finger aus der Hand kommt. Das haben, glaube ich, auch, also aus meiner Erfahrung, gerne auch wieder Männer. Das wird so richtig schuppig und fängt an zu brennen. Das hatte ich alles und das war exakt wie bei dir. Deswegen freue ich mich hier eben auch so, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir darüber sprechen. Das wurde mit der Umstellung auf die pflanzliche Ernährung, wurde das deutlich besser. Also auf jeden Fall, was auf jeden Fall viel besser wurde, auch so Darmgesundheit und so Geschichten. Und ich habe exakt die gleiche Erfahrung gemacht wie du. Dann kamen so Schwankungen. Dann war das mal gut und mal nicht so gut. Und ich habe überhaupt nicht gemerkt, heute weiß ich das natürlich, dass in der Zeit, wo diese Wehwehchen, nenne ich es jetzt einfach mal, wobei das sind ja, wie du schon gesagt hast, wenn du jetzt 17, 18, 19 bist, sind das dann keine Wehwehchen mehr, sondern das zieht dich auch eben emotional ja runter, was du eben beschrieben hast. Heute weiß ich, dass es in den Zeiten, wo es mir gut ging, dass dann meistens auch das gut war. Und seit ich mich dann aber mit mir selber auseinandergesetzt habe, ist es weg. Ich weiß, das klingt jetzt, ich meine, meine Stammhörer, die kennen mich ja eben als sehr rationalen Mensch und denken sich jetzt, huch, ich meine, ich habe das ja schon immer wieder mal ein bisschen erzählt. In der Tat war das ein langer Wunsch. Also deswegen habe ich dich ja eingeladen. Wir haben da im Prinzip ja auch schon, wie ich bei dir im Podcast zu Gast war, haben wir schon drüber gesprochen, dass wir das irgendwann nochmal tiefer angehen wollen. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal so für die rationalen Hörer, die jetzt dabei sind. Das klingt jetzt erstmal seltsam, ich weiß das. Und wenn ihr mir das vor 10 Jahren gesagt hättet oder du, Anna, mir gesagt hättest, hätte ich zumindest verdutzt reagiert. Aber es ist tatsächlich so. Und wenn man sich dann, also ich habe mich mehr so dann mit so Sachen wie jetzt Vitamin D und Mikronährstoffe und halt wieder so das Rationale beschäftigt. Aber es ist immer wieder daran gescheitert, dass es immer wieder in so Phasen zurückkam. Und dann kam bei mir auch ein Tiefpunkt wie bei dir. Und da habe ich dann gemerkt, ei, ei, ei,
jetzt musst du mal so aufräumen. Ich persönlich habe am Anfang, also was heißt den Fehler gemacht, oder ich habe einen falschen Einstieg gefunden. Ich habe mich so auf dieses Thema, das war seinerzeit ganz hip, so auf dieses innere Kind und so weiter fokussiert, was grundsätzlich zwar richtig war, aber da bist du mir nämlich auch schon voraus. Das hast du nämlich eben gesagt, wir haben viele Instinkte oder vielleicht auch Erfahrungen, die wir in der Kindheit gemacht haben, die müssen halt, und das ist genau der Punkt, die müssen ja nicht alle schlecht sein. Also ne, so diese ganzen inneren Kind-Thematiken, die beziehen sich ja oft auf Erfahrungen, also wir reden jetzt nicht von Traumata, also von Gewalt oder so. Und da gibt es viele Bücher und viele Hörbücher und viele Meditationen, aber die sind alle unheimlich fokussiert, so dieses innere Kind komplett abzuschütteln. Und das war zum Beispiel mein entscheidender Fehler. Du hast es eben schön gesagt, diese Balance gefunden habe, wie ich dann eben aussortiert habe. Und das war bei mir ganz entscheidend. Was war denn gut und was war denn schlecht? Also da kam bei mir zum Beispiel so der Durchbruch. Also am Anfang war es sogar so, dass es mir noch schlechter ging. Und ich habe dann auch alle möglichen Sachen gemacht und diese Reise mit dem Rucksack auf die Bergspitze, wo man dann so seinen Ballast ablädt. Es hat alles dann zum Erfolg geführt. Und erst, wie ich gelernt habe, was du eben schon gesagt hast, die guten und die schlechten Sachen auszusortieren und vor allem auch die guten Sachen wahrzunehmen, dann kam tatsächlich bei mir der Durchbruch. Es hat ein bisschen länger gedauert, nicht? Ich bin trotzdem umso dankbarer dafür. Und das hast du nämlich eben auch gesagt. Und das ist nämlich auch noch ein Punkt, den ich nochmal herausarbeiten will. Dieses mit dem Fehlermachen von ganz vorhin. Also das ist nämlich auch, glaube ich, eine sehr wichtige Erkenntnis. Und da finde ich vor allem toll, dass gerade du als Profisportlerin das eben hast mit diesem höher, schneller, weiter. Dieses Fehlermachen, Dinge erstmal tun, die können dann zum Erfolg führen oder die können eventuell auch eben kein Erfolg werden. Aber die Erfahrung, die bringt es ja eben. Und ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn man dann irgendwann, zwar hoffentlich gesund, aber vielleicht mit 80, 85, 90 irgendwo sitzt, wie gesagt, hoffentlich wohlauf und gesund und denkt sich, ach, hätte ich nur. Also das ist, glaube ich, so mein Worst-Lebens-Case. Also weil ich habe schon immer, ich hatte natürlich auch das Glück mit meinen Eltern, dass ich eigentlich schon immer alles, was ich so ausprobieren wollte, machen konnte und das auch immer so gemacht habe und ich damit eigentlich auch immer ziemlich gut gefahren bin. Und jetzt, wenn man so älter wird, da wird man ja so ein bisschen vorsichtiger. Also so, weißt du, so mit 5, wenn du dich aufs Bobbycar schwingst und die Straße runterfährst, machst du dir keine Gedanken drüber. Heute würdest du dir erstmal Helm aufsetzen und Schutzkleidung und gucken, fährt ein Auto und so, das meine ich so ein bisschen. Also das heißt jetzt nicht, dass wir uns blindlings ins Chaos stürzen sollen, aber man wird natürlich so ein bisschen vorsichtiger, was ja grundsätzlich auch gut ist, aber man kann dann auch wieder so übervorsichtig werden. Und das ist eine Erkenntnis, die ich hatte, die bei mir unheimlich den Knoten gelöst hat. Jetzt ist es so, ich folge dir ja auf Instagram und weiß, wie du dich ernährst. Auch da bewundere ich dich im Übrigen. Du bist wirklich, also wenn ihr euch für eine, ich sag mal, praxisorientierte Rohkosternährung wirklich interessiert, also dann geht auf Wellbeing Anna, ist ja, so heißt du auch in Instagram, ne? Genau. Wellbeing_Anna, also da geht mal hin, da habe ich immer ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich deine Sachen sehe, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist bei mir, da ist bei mir immer noch so, also klar, ich ernähre mich pflanzlich, aber im Vergleich schon überwiegend gesund, also du bist da nochmal eine ganze Ecke weiter, das ist echt ziemlich cool und vor allem, was ich bei dir gut finde, das ist auch nicht permanent so dieses Smoothie-Nummer, sondern also das sind wirklich Gerichte, also Sachen in der Schüssel, die man so isst mit Löffel und so, nicht einfach nur so irgendwas mixen und trinken und bolzen. Also wie gesagt, da geht ihr hin. Jetzt, ich will noch mal ein bisschen nachbohren. Was würdest du denn jetzt sagen, so im Nachhinein, war die Tatsache, dass du jetzt Profisportlerin bist und ich sag mal, die Profisportlerin Anna, also die Turnier-Anna nenne ich es jetzt einfach mal, das bezogen auf unseren, wie du das letzte Mal bei mir im Podcast warst, hört die Folge, dann wisst ihr, was ich meine. Oder die private Anna, würdest du jetzt sagen, eins davon hatte mehr Gewicht oder ist es, hat das eine das andere irgendwie? Weil ich meine, als Sportler, ist, weißt du, allein schon Kreuzband als Profi-Tennisspielerin, kann ich mir vorstellen, allein da fällst du ja schon in ein Loch. Also wir würden sagen, naja gut, lass ich mich krank schreiben, ich kuriere es aus. Aber für dich ist es ja dann wieder die Existenz ein Stück weit, ne? Genau, und ich glaube, dass die letzten Jahre oder gerade so nach dem Abitur, als ich dann professionell angefangen habe, Tennis zu spielen, also im Sinne von internationale Turniere fulltime gemacht habe. Ich habe vorher natürlich auch fleißig trainiert, aber alles neben der Schule. Und da hat, würde ich sagen, sehr stark die Tennis-Anna überwiegt.
Und ich habe mein komplettes Leben danach ausgerichtet. Also geschlafen, trainiert. Ich habe ein Fernstudium noch gemacht, aber auch das war schon immer nebenbei. Also das war eher so ein positives Add-on, um auch was für einen Kopf zu machen, einen guten Ausgleich zu haben, nicht die ganze Zeit irgendwie an Tennis zu denken. Und das ist auch auf eine gewisse Art und Weise ist das auch gut und auch, ich würde sagen, die Basis, um wirklich erfolgreich zu sein im Profisport. Und trotzdem habe ich irgendwann gemerkt, irgendwo ist auch die Grenze, wo es leicht kippen kann, dass es dich eher belastet, dass du nicht mehr frei spielen kannst. Und diese Erfahrung habe ich einfach gemacht. Ich hatte eine Phase, da konnte ich nicht einen Ball normal anspielen. Also wirklich so aus der Hand mit dem Schläger einfach rübergeben, dass der so fliegt, wie ich wollte, weil ich einfach, weil es nicht fließt. Ich war so verkopft, ich habe mir so viel Druck gemacht, ich habe mich so unwohl gefühlt. Da habe ich dann irgendwann auch den Entschluss gefasst, okay, das möchte ich nicht mehr, ich möchte es genießen, ich möchte mir wieder mehr bewusst machen, dass ich das für mich mache. Ich mache das für niemand anderen außer für mich. Und darüber habe ich dann einfach, ja, bin ich auch in diesen Prozess reingekommen. Also ich würde schon sagen, diese Tennis-Anna hat extrem Überhand gehabt und eine gewisse Zeit auch auf eine ungesunde Art und Weise. Und ich glaube, dass ich das jetzt sehr, sehr gut in Balance habe, aber auch nur, weil ich da durchgegangen bin und gemerkt habe oder es erfahren habe, wie es ist, wenn es nicht gesund ist, wenn es zu viel ist. Jetzt bin ich einfach, ja, an dem Punkt, wo es wirklich eine gesunde Basis hat, wo ich auf dem Tennisplatz voll da bin. Ich bin, sage ich mal, voll in meinem Element. Ich genieße es total. Und dann bin ich aber auch wieder in einer anderen Rolle, wenn ich da nicht bin. Und das ist, glaube ich, total gesund, auch während Turnieren oder so einfach mal abschalten zu können und vor allem seinen Wert nicht davon abhängig zu machen, wie erfolgreich man Tennis spielt oder wie erfolgreich mein Beruf ist. Das war eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis und habe ich vielleicht auch erst gewonnen durch die Verletzung. Hey, ich bin immer noch wertvoll, ne? Das ist halt wirklich im Leistungssport. So, du wirst halt total gefeiert, wenn du den und den Erfolg hast und wirst von vielen fallen gelassen, wenn du halt nicht so eine gute Phase hast. Und das ist, finde ich, ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft, dass es irgendwie immer nur einen Sieger gibt und der den zweiten Platz macht, ist ein Verlierer. Wo man aber auch denken könnte, hey, alle sind Gewinner, egal auf welcher Position sie sind. Sie haben alle ihr Bestes gegeben. Sie leben ihren Sport, sie lieben ihren Sport und dürfen das machen, was sie möchten, und egal welcher Beruf das ist. Und das sind einfach Dinge, Erkenntnisse, die ich hatte, die mit der Zeit immer tiefer sozusagen in meinem Herzen verankert wurden. Und deswegen bin ich auch heute sehr, sehr dankbar für meinen Heilungsweg, für meine Krankheiten, für meine Verletzungen. Toi, 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 es war bislang nur diese eine. Und ich glaube, dass die auch aus einem ganz bestimmten Grund da war, weil ich nicht auf mich geachtet habe, weil ich nach Thailand geflogen bin, so ein bisschen Hals über Kopf, viel zu spät angereist, alleine. Nach 2 Tagen, nachdem ich da war, war mein erstes Match. Es waren knapp 40 Grad. Meine Füße waren fast taub, weil es so heiß war und ich habe meine Zehen nicht mehr gespürt. Dann ist es passiert, ne? Ich konnte nicht mehr richtig reagieren und mein Körper hat quasi gesagt, Game over, und mir einfach sozusagen ich habe meine Lehre daraus gezogen. Hey, dass ich meinem Körper auch nicht zu viel zumute, dass ich das mehr auf meinen Körper acht gebe, dass ich auf meinen Körper höre, dass ich die Signale wahrnehme und mit die Sprache meines Körpers wirklich lerne und mit ihm als Team zusammenarbeite. Und das war einfach ein langer Prozess, so dass ich heute, würde ich sagen, ja, ich bin definitiv noch Tennis Anna, aber ich bin auch ganz viel Privat Anna und ich sag mal so, das ist so ein bisschen meine Vision, einfach eine Inspiration zu sein für ein gesundes, erfülltes Leben. Absolut, das ist auch eine Sache, die einem gerne falsch so beigebracht wird, dieses Rollenverständnis. Also du hast das eben wunderschön, darauf wollte ich nämlich auch hinaus, beschrieben, wenn du auf einem Turnier bist, musst du ja, weißt du, wir spielen ja alle eine Rolle so in unserem Leben. Also sei es, wenn ich einkaufen bin, wenn ich auf der Arbeit bin, wenn ich zu Hause mit Kindern, Familie bin und so weiter. Und wenn du jetzt in ein Turnier spielst,
musst du ja eine zwangsweise von Anfang bis Ende des Turnieres die Tennis-Anna sein. Also wenn du spielst, ja, und wenn du dich vorbereitest, aber es spricht ja nichts dagegen, dann nach einem Turnier oder einer Turnierpause aus der, jetzt mache ich Anführungszeichen, Rolle zu fallen, dich eben zurückzuziehen, wie auch immer, ob du das progressiv machst, dass du sagst, boah, na gut, das ist beim Tennisspieler vielleicht nicht, ich fahre jetzt nochmal 10 Kilometer Fahrrad, power mich aus, oder dir einen Schachcomputer mitnimmst und dein Hirn oder dann meditierst oder so, das will ich damit nur sagen, dann die Anna einschaltest, dich eben wieder auflädst und so weiter und eben dann zum Spielbeginn, ich glaube, das ist so ein bisschen diese, ich meine, ich bin weit davon entfernt, in irgendeiner Art und Weise Profisportler zu sein, aber ich glaube, aus meiner Erfahrung, da ist sehr, sehr viel dran. Ich habe vor einem Jahr einen Online-Kurs für auch so einen Mindset-Coach gemacht, der hat die Frauen-Nationalmannschaft begleitet über mehrere Jahre als Mindset-Coach. Von daher weiß ich das. So, die Fußball ist ja in Deutschland immer noch ein bisschen, ich finde, leider halt sehr dominant. Aber die ganzen großen Vereine, die auch Geld haben, oder auch Lewis Hamilton ist da ja auch so ein Beispiel für in der Formel 1, die haben alle, ich nenne das jetzt einfach mal Mindset-Coaches. Also die haben mittlerweile Ernährungsberater, die auch erkannt haben, ich meine, das kommt ja immer mehr, dass eben zumindest mal eine Ernährung ohne Milch und Gluten, also Weizen und Industriezucker und auch mit weniger Fleisch durchaus positive Aspekte hat. Ich weiß es jetzt nicht, man liest es ja immer nur, aber zum Beispiel Lewis Hamilton ist ja offensichtlich jetzt mittlerweile auch schon 2-3 Jahre oder so, wo er sich wohl vegan ernährt. Und der hat, ich glaube, nach dem letzten WM-Titel war das, hat er so ein sehr emotionales Interview gegeben, wo er ein bisschen in die Tiefe eingegangen ist und gesagt hat, ja, die Ernährung hat mir viel gebracht, aber das Thema Mindset, mich mit mir zu befassen und so weiter, das hat mich auch nach vorne gebracht. Ich meine, er ist jetzt mittlerweile, gehört er definitiv zu den erfolgreichsten Formel-1-Fahrern der Geschichte. Der hat jetzt einige Größen eingeholt in seinen jungen Jahren. Und ja, da habe ich dann auch gemerkt, Mensch, da ist immer mehr dran. Und wie gesagt, wie ich das dann noch erfahren habe im Fußball, ich glaube, da ist wirklich viel dran. Ja, und das führt uns ja dann zum nächsten Punkt. Bin ich auch ein bisschen stolz, dass ich quasi kurz nach dem Launch von deinem neuen Projekt in diesem Jahr quasi exklusiv dich so da habe. Du hast jetzt gerade ein Projekt gestartet, also auch Wellbeing Anna, wo du aber das Ganze jetzt ja so richtig betreibst. Genau, also ich habe ein Retreat erstellt, ein Online-Retreat, das nennt sich Restart Your Life Retreat. Und das ist jetzt gerade vor ein paar Tagen ganz frisch gelauncht. Es ist ganz, ganz wundervoll. Das ist ein Herzensprojekt, was ich schon seit Jahren sozusagen mit mir trage und woran ich jetzt das letzte Jahr dran gearbeitet habe. Und das ist ein, wer den Begriff Retreat nicht kennt oder damit nichts anfangen kann, ein Retreat ist eigentlich ein Urlaub, der angeleitet wird. Es gibt Ernährungsretreats, wo man so einen Detox macht, vielleicht ein Basenfasten oder ein Yoga-Retreat, wo dann eine Yogalehrerin da ist, die einfach ja, Yoga anbietet und wo einfach Menschen zusammenkommen, die sich was Gutes tun möchten. Und oftmals ist das dann einfach an einem schönen Ort irgendwo in der Sonne. Und dadurch, dass ich hauptberuflich mein Tennis weiterlebe und mich da einfach jetzt auch noch die nächsten Jahre darauf fokussieren möchte, habe ich mir überlegt, dass ich über ein Online-Retreat ganz viele Menschen einfach unterstützen möchte. Und das ist meine Quintessenz sozusagen aus dem Podcast, dass ich ja wirklich da alles mitgebe, was ich auf meinem Weg gelernt habe jetzt in dem Retreat, dass man in die Anwendung kommt, dass es eine Community gibt, die sich gegenseitig unterstützt und inspiriert. Und es geht darum, 3 Wochen ein Stück wirklich seine Ernährung umzustellen, also sich 3 Wochen roh vegan zu ernähren, seinen Körper zu reinigen. Es geht darum, sich innerlich, also auch emotional, geistig zu reinigen. Und dafür gibt es für jeden Tag ein Video, wo ich eine Morgenroutine mit den Teilnehmern durchführe. Und es gibt Affirmationen, es gibt eine Dankbarkeitspraxis, es gibt Coaching-Input über eine vegane Ernährung, über rohvegane Ernährung und einfach
viele Tipps und Tricks, um seinen Körper zu unterstützen, wirklich zum einen von innen heraus zu heilen, aber auch um einfach noch gesünder zu werden. Also es ist auch für Menschen, die einfach sich was Gutes tun wollen, eine Auszeit nehmen wollen, so etwas wie so eine Art Reset. Kann ich einfach jedem wärmstens empfehlen. Ich praktiziere das seit Jahren und merke jedes Mal nach so einer Ruhe, wie viel mehr Energie ich habe, wie viel mehr Lebensfreude ich habe, wie viel mehr ich mit mir im Reinen bin. Und dafür ist dieses Retreat da. Und in den Videos bekommt man auch von mir Inspiration aus der Küche, wie die Rezepte hergestellt werden. Es gibt Videos, ein Workout-Video pro Tag, dass man auch sich bewegt. Also es ist wirklich sehr, sehr ganzheitlich, sowohl für den Kopf. Es gibt für jeden Tag drei Rezepte, also über 60 Rezepte insgesamt. Man wird Wow. quasi komplett angeleitet mit Einkaufslisten, mit einer Meditation für jeden Tag. Und das ist so ein bisschen das, was ich mir einfach vor Jahren gewünscht hätte, dass es das für mich gegeben hätte. Und dadurch ist es einfach entstanden, dass ich gesagt habe, okay, ich sehe da einfach so viel Bedarf und dieser Wunsch, anderen Menschen einfach zu helfen. Und dadurch ist dieses Retreat entstanden. Und ich glaube, es passt einfach ganz toll in diese Anfangsenergie von dem neuen Jahr und merke auch, dass immer mehr Menschen da gerne mehr Zeit, Energie rein investieren wollen, um sich wirklich was Gutes zu tun und dass einfach diese Erkenntnis immer mehr da ist, hey, es geht wirklich darum, wie ich mich fühle, egal was im Außen ist. Ich kann noch so ein tolles Auto fahren oder noch so einen tollen Fernseher haben, aber es verändert nichts wirklich in mir. Und das habe ich einfach für mich erfahren. Das größte Geschenk, was man sich machen kann, ist, sich aus sich heraus zu verändern und in eine andere Energie zu kommen, sich wohler zu fühlen, eine liebevollere Beziehung zu sich selbst aufzubauen und automatisch verändert sich alles im Außen. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Es gibt noch ein Workbook als Ergänzung zu den Videos, dass man wirklich für jeden Tag die Möglichkeit hat zu journalen. Wofür bin ich dankbar? Was war mein Erfolgserlebnis? Was war meine wichtigste Erkenntnis? Und dann auch dort nochmal Coaching-Input bekommt, aber auch die Möglichkeit, Dinge zu reflektieren. Was möchte ich nicht mehr in meinem Leben? Was ist mir wichtig? Was möchte ich? Was sind meine Ziele? Wem darf ich vielleicht noch vergeben? Einfach, welche neuen kraftvollen Routinen möchte ich integrieren? Und man bekommt so eine Step-by-Step-Anleitung, um ja wirklich das neue Jahr zum besten Jahr seines Lebens zu machen und einfach den nächsten Schritt zu gehen Richtung Gesundheit, Vitalität, innere Kraft. Und in diesem Workbook findet man auch alle Rezepte. Wow, das ist richtig viel. Eben mussten wir, wegen du gesprochen hast, beide mal schmunzeln, weil du hast mir schon sehr früh, ich glaube in der sehr frühen Phase davon erzählt, und weil wir uns dann zufällig jetzt in der Zeit mehr kontaktiert haben, nur im Podcast warst, also wie du das letzte Mal warst. Und das Erste, was ich ganz spontan gesagt habe, wie du mir davon erzählt hast, war genau das, was du eben auch gesagt hast. Mensch, das hätte ich vor 10 Jahren gebraucht. Und ich glaube, das fand ich so spannend, kann mir ruhig erzählen, du bist ziemlich genau 20 Jahre jünger als ich. Und das finde ich aber genau das Spannende daran, was wir eben auch gesagt haben, für so eine Sache ist es nie zu spät. Es gibt nur irgend, also zu spät ist es nur dann, wenn ich irgendwann sage, Mensch, hätte ich. Aber ansonsten ist es dafür wirklich nie zu spät. Und jetzt bist du vielleicht, wobei, jetzt sage ich es so einfach, du bist vielleicht offener dafür. Da siehst du schon, man ist schon wieder so verkopft. Jetzt hat schon wieder mehr Kopf als Herz gesprochen. Jetzt bist du natürlich auch als Profi-Tennisspielerin natürlich ja auch ein ganzes Stück weit rational. Also musst du ja auch sein, ist ja auch wichtig. Und ich sag mal, wenn du das schaffst, weißt du, und da würde ich schon sagen, naja, gut, du bist so ein bisschen mehr der Typ dafür. Aber ich persönlich bin der lebende Beweis dafür, dass du, auch wenn du wirklich ganz rational denkst, und ich bin ja auch so Physiker und Elektriker, ich liebe einfach Dinge, die so erklärbar sind. Dazu gehören aber eben auch Naturgesetze. Und ein ganz entscheidender Punkt ist eben auch dieses, zum Beispiel, dass mir dieses Material anhäufen, sich dadurch besser fühlen, musste ich auf eine ganz harte Art und Weise lernen, über die ich auch tatsächlich nochmal sprechen möchte, weil die Zeit ist rum, aber ich habe das auf eine ganz harte Art und Weise gelernt oder angefangen zu lernen. Aber das ist nämlich der Punkt, was wir für ein Auto haben. Und da komme ich wieder auf meine Schiene. Weißt du, wir schütten ins Auto Öl, keine Ahnung, für 10, 15, 20 € der Liter, und in uns selber stopfen wir irgendeinen Mist. Also damit geht es ja schon mal los. Und da sind wir jetzt
erstmal nur in Anführungszeichen bei dem Thema Ernährung. Aber damit geht es ja deswegen los, weil das führen wir uns ja zu. Das geht ja auch in uns rein. Und das ist nämlich genau der Punkt, so wie gehe ich denn überhaupt mit meinem Körper um? Und dazu gehört halt eben auch der Kopf und das Gehirn. Wenn einer sagt, naja, Geist ist mir zu esoterisch, dann sagen wir halt Gehirn. Also gerade, das ist für uns alle wichtig, für dich als Profi-Tennisspielerin. Ich meine, deswegen bewundere ich ja auch euren Sport, habe ich ja schon gesagt. Und irgendwann, wenn mal diese ganze Corona-Nummer rum ist, dann kannst du mal eine persönliche Challenge machen, ob du mir Tennisspielen beibringen kannst, weil ich bin ja so ein Kraftmensch. Also ich kann Baumstamm hochheben, aber ich bin ja so der totale Bewegungslegastheniker. Also wenn du irgendwann mal eine richtige Herausforderung haben möchtest, dann bringst du mir mal Tennisspielen bei. Also zumindest, sagen wir mal, ein Aufschlag und ein Return. Also wenn du das schaffst, dann... Nein, aber ernsthaft. Also das ist ja eine ganz entscheidende Sache bei euch, weil dass ihr nie so richtig wisst. Also ihr wisst so im Groben Minimum 2 Sätze, ne? Genau. Oder 3? Ne, ja, 2. 2 Gewinnsätze. Mhm. Genau. Aber dann kommt ja diese berühmte Nummer, kennt man ja so aus dem Fernsehen mit, oh Gott, jetzt ich lasse es lieber mit einem Fremdwörtern. Tiebreak, nein. Also Tiebreak. Mit, mhm. Teil doch richtig? Okay. Also so ein Spiel kann sich dann auf einmal ja auch brutal in die Länge ziehen. Ne? Und dann kommt eben natürlich die Ausdauer, klare Sache, aber dann kommt eben auch diese Kopfnummer. Das ist das, was ich ja so bewundere, weil ihr müsst mit einem relativ kleinen Schläger einen noch kleineren Ball treffen und das irgendwie so, dass er dann auch noch an der richtigen Stelle landet. Optimalerweise so, dass der andere nicht rankommt. Also und du spielst, es läuft gut und auf einmal, man kann da ja auch so ein Spiel wahnsinnig rumreißen und dann gibt es hin und her und hin und her und auf einmal sind es dann eben irgendwie so ein langes Tennisspiel, geht ja dann auch mal 3 Stunden. Ja, unter Umständen. Auf jeden Fall. Also normal sind so 1,5, aber das kann auch mal 3, 3,5 Stunden, genau. Je nach Wendung. Und ich meine, da reden wir von der Verdopplung der Zeit, ne? Also die unter Umständen und so musst du dich hier einteilen und das ist, glaube ich, bei dir ein sehr entscheidender Faktor, dass du eben allein schon diese Expertise eben hast und dich dann öffnest und eben mit der anderen Sache, die der Zukunft beschäftigt. Was ich mir jetzt einfach mal rauspicke, ist, weil ich das ganz neu im letzten Jahr erst für mich entdeckt und gelernt habe und gemerkt habe, das ist auch cool, weil wir wollen ja den Leuten jetzt auch mal so einen kleinen Tipp mitgeben oder so einen Einstieg. Für mich war es dieses Thema Dankbarkeit. Ich habe das leider erst viel zu spät für mich entdeckt und habe dann das irgendwie erstmal so gelesen, dass wenn man morgens aufwacht, irgendwie 3 Dinge, für die man dankbar ist und das hat bei mir so gar nicht funktioniert und dachte mir irgendwann, oh, dann mache ich es einfach so abends, bevor ich ins Bett gehe, einfach mal so 3 Dinge, für die ich dankbar bin. Und das heißt jetzt nicht viel Geld und schnelles Auto und sonst was. Ich meine, wer sich damit wohlfühlt, kann das natürlich auch gerne machen, aber so, keine Ahnung, es kann sein, dass ich sage, oh, ich bin heute 4-mal die in 4. Stocken runtergelaufen, das finde ich nochmal gut und bin nicht hingefallen und bin gesund, dafür bin ich dankbar. Also da habe ich schon 3 Sachen. Also diese Erkenntnis, also das hat bei mir elementar nochmal unheimlich dahingehend viel verändert, dass ich weiß, es klingt immer wieder so ein bisschen schräg, aber dass ich zum Beispiel noch viel besser schlafe. Also ich habe mir auch angewöhnt, irgendwie nicht mehr dieses Tablet bis zum Schluss, ein Tablet oder iPhone oder sonst was ausmachen, dann schlafen. Das habe ich mir zum Glück schon lange abgewöhnt, dass da mindestens, also Hörbuch ist ja mein Hauptding und habe auch wirklich schon mittlerweile echt eine richtig gute Schlafhygiene und ist zum Beispiel was, wo ich unheimlich stolz drauf bin. Habe ich auch erst gelernt, auf so Dinge auch mal stolz zu sein, weil ich habe wirklich massive Schlafprobleme gehabt und habe mittlerweile, also auch wirklich so, dass ich so dachte, boah, jetzt ins Bett gehen. Also das ins Bett gehen und schlafen, das war ein riesen Stressfaktor. Und jetzt ist es so, dass ich mich wirklich freue. So, jetzt gehe ich hin und schlafe und bin da entspannt und habe mittlerweile auch nur noch einen Schlafbedarf von wirklich soliden 6,5 Stunden. Das ist auch so, was wirklich, also Schlaf, Leute, die sich medizinisch damit befassen, sagen, das ist so 6,5 bis 8 Stunden, das ist so dieses Perfekte und habe auch so ganz tolle 90-Minuten-Phasen. Also ich kenne einen sehr, 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 sehr tollen Schlafcoach, für den wir auch einen Online-Kurs gemacht haben. Und bei mir musste noch ein bisschen optimiert werden, mehr so diese richtig liegen, so, ne, die richtige Kissen und so. Also mehr so die mechanischen Dinge mussten bei mir noch optimiert werden. Aber er war sehr angetan, wie weit ich schon war, so mit diesen geistigen Sachen. Und da war zum Beispiel tatsächlich ein Erfolgsfaktor, der nochmal locker 10% rausgeholt hat. Und das war richtig viel, also von, ich sag mal, von
80-90% ist schon nochmal was. Das war bei mir dieses Thema Dankbarkeit. Das hat bei mir eine wahnsinnige Entspannung gebracht. Das dauert 10 Sekunden, ja. Also das ist so wirklich kein Aufwand, sage ich mal, ja. Aber das war bei mir zum Beispiel ein elementarer Baustein, wo ich dann auch so gedacht hätte, oh Mensch, das hätte mir vor 10, 15 Jahren mal jemand sagen sollen. Was war denn bei dir so von diesen ganzen Bausteinen, was war denn bei dir so ein elementarer oder aktueller Baustein von diesen ganzen Dingen? Zur Veränderung, ja. Ja. Ich würde auch das Thema Dankbarkeit noch ganz, ganz oben packen, weil ich finde, wenn man in die Dankbarkeit geht, verändert es direkt deine komplette Energie. Wenn man dankbar ist, kann man nicht schlecht drauf sein. Wenn man dankbar ist, kann man nicht, ja, ich sag mal, das Schlechte sehen, was vielleicht da ist. Und das ist auch so, glaube ich, die Quintessenz, um glücklich und erfüllt zu sein. Glück ist eine Entscheidung. Ich kann mich jeden Tag dafür entscheiden, glücklich zu sein, egal was im Außen ist. Und das Thema Dankbarkeit oder die Dankbarkeitspraxis ist einfach auch ein Tool, um den eigenen Fokus darauf zu lenken, was einfach Gutes da ist und nicht darauf zu lenken, was vielleicht noch nicht da ist, weil oft vergessen wir das oder beachten es nicht, was wir schon alles erreicht haben. Die Ziele, die wir uns vor 2, 3 Jahren gesetzt haben, sind wahrscheinlich heute Realität und wir haben es einfach so ein bisschen als selbstverständlich hingenommen. Und Dankbarkeit bringt einen einfach dahin, ja, auch mal demütig zu sein dem Leben gegenüber, sich selbst anzuerkennen für das, was man erreicht hat, für das, was man jeden Tag gibt. Und Dankbarkeit ist für mich einfach ein unglaublich wertvolles Tool geworden, um erfüllt zu sein. Wenn man nicht dankbar ist oder den Fokus nicht auf das richtet, was gut ist, dann wird man nie erfüllt sein, egal wie toll oder wie viele Dinge man sich kaufen kann. Und deswegen steht bei mir auch Dankbarkeit wirklich ganz, ganz weit oben und hat, würde ich sagen, mein komplettes Weltbild verändert. Und das ist auch eine Sache, die man lernen kann. Wenn man noch am Anfang das Gefühl hat, irgendwie, ich weiß gar nicht, wofür ich dankbar sein kann, dann ist es vielleicht am ersten Tag eine Sache, die man findet. Dann am zweiten Tag sind es 2 Dinge. Und man lernt, dass man gerade für diese kleinen Dinge dankbar sein kann und darf. Und man hat ein Haus über dem Kopf. Wir leben in einem friedvollen Land. Wir haben genug zu essen. Es sind Dinge, vor ein paar Jahrzehnten wären Menschen unglaublich dankbar dafür gewesen. Und ich glaube, das Problem in Anführungszeichen ist, dass wir selber gar kein richtiges Leid kennengelernt haben und zu vergessen haben. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter auch, und da schließe ich mich selber mit ein, auch jegliches Maß verloren haben, weil es gibt, also natürlich gesprochen auf unsere Kultur war das vor 50, 60, 70 Jahren natürlich noch ganz anders. Aber natürlich, wenn man in der heutigen Zeit bleibt, wie eben Wohlstand in der Welt verteilt ist, ja, also gehen wir mal aufs Materielle, wie ungleich das verteilt ist, ja, also wie wenige, wie viel haben, wenn man sich darauf fixiert, aber wir, also jetzt wir hier meine ich jetzt in Mitteleuropa, wir haben von allem tatsächlich mehr als genug. Und wenn man jetzt einfach in andere Teile der Welt schon schaut, dass also gar nicht die reichsten Länder der Welt die zufriedensten Menschen der Welt haben, sondern teilweise ärmere Länder der Welt haben zufriedenere Menschen. Das ist ein ganz essentieller Punkt. Deswegen finde ich dein Projekt so toll und habe auch gesagt, komm bitte und stell das bei mir ganz, ganz früh vor, weil, wie gesagt, zum einen ich das selbst auf die eigene harte Tour, nenne ich es jetzt mal, gelernt habe und, wie gesagt, froh gewesen wäre, so eine Unterstützung zu haben. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, man steigt ja auch zu anderen mit anderen Problemen, mit anderen Lebenssituationen, auch mit anderen, wie weit ist vielleicht schon jemand, also keine Ahnung, jetzt kommt vielleicht jemand zu dir, der sagt, naja, so mit Meditation habe ich mich schon beschäftigt, aber noch nicht mit der Ernährung. Oder es kommt jemand, so der Klassiker, ich habe mich schon mit der Ernährung beschäftigt, aber nicht mit dem anderen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ich für mich weiß im Moment, wo ich so stehe. Und das finde ich, das ist nämlich auch ganz wichtig, was du eingangs gesagt hast, dieser Prozess ist wichtig. Also zum Beispiel hättest du mich vor 1 oder vor 2 Jahren gefragt, was ist so im Moment dein Highlight, da wäre es bei mir zum Beispiel gewesen, das Thema Achtsamkeit. Und dann nochmal 2, 3, 4 Jahre davor war das Thema innere Kind zum Beispiel, ja. Und im letzten Jahr war es so das Thema Ballast abwerfen, Dinge wegwerfen, also so dieses Simplify Your Life Prinzip, ne. Und das ist wichtig, das muss man erkennen. Also wenn ihr euch noch nie damit befasst habt, aber ich denke, also viele, die mir ja zuhören, sind ja schon zumindestens
jetzt vegan oder vegetarisch, dann ist das ein ganz anderer Einstiegspunkt, wie wenn vielleicht jemand schon Yoga macht und meditiert und so Geschichten, aber vielleicht noch nur vegetarisch ist. Der ist herzlich eingeladen, vielleicht dann eben auch mal in diese vegane, weil gerade das Thema Milch, da sind wir uns ja auch einig, also da ist man sich mit Sportlern erstaunlich schnell einig, dass viele sagen, also Milch war, das hast du jetzt eben auch gesagt, das weiß ich auch von dir und das weiß ich von ganz vielen anderen Sportlern, Milch, das war so der Gamechanger, so hast du es nämlich eben gesagt. Ich bin keiner, der sagt, wenn jemand sagt, ich esse kein Fleisch, bin vegetarisch, bin ich der Letzte oder sind wir die Letzten, die sagen, Mensch und Milch und tötet Kühe und so weiter, sondern ich sage erstmal, hey, cool, geiler Anfang, aber aus dem Wissen heraus, aus meinem eigenen Wissen und aus dem Wissen von vielen Leuten, die ich kenne und vielen Sportlern, die ich kenne, da ist also über Fußball, Volleyball, Eishockey, Tennis, da sind wirklich viele dabei und alle sagen, also Milch war der Gamechanger, ja, weil das einfach so viel Schlechtes mit uns macht. Das macht Entzündungen, das macht die Knochen kaputt, das macht uns sauer, also übersäuert. Also lieber Fleisch essen wie Milch trinken, ist natürlich Käse. Aber also Milch und Käse, Milchprodukte ist wirklich ein absoluter Gamechanger. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich bin schon so im Thema Yoga und Meditation drin, aber bin halt vielleicht noch vegetarisch oder flexitarisch oder whatever, auch da kann ich das sehr empfehlen. Ich bin gerade sehr begeistert von den Rezepten von dir. Das war tatsächlich ein Punkt, den wusste ich noch nicht. Und habe ja vorhin so geschwärmt von deinen Insta-Postings. Also das finde ich persönlich jetzt mega cool, weil vielleicht kann ich mich so mal mehr in dieses Rohkost-Thema reinbringen. Wie gesagt, davon habe ich vorhin geschwärmt. Und nicht, dass ihr jetzt denkt, das war schon so Marketing. Ich wusste es bis eben nicht, dass so viele Rezepte da drin sind. Ich wusste grob von einem Projekt, aber das wusste ich zum Beispiel nicht. Das hat mich jetzt natürlich gerade gefreut. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man jemand hat, der, ich meine, du bist ja, und das war ja vorhin auch die Frage mit der Tennis-Anna und Privat-Anna, bei dir ist es ja so, du bist ja tatsächlich sowohl von deiner privaten als auch von deiner im Moment beruflichen oder ne, Gesundheit von beidem eben abhängig und das finde ich eben so cool und hast einen Prozess durchgemacht, den ich auch durchgemacht habe, du den aber noch viel bewusster durchgemacht hast und viel mehr Energie noch reingesteckt hast. Und ich glaube, das ist so ein ganz relevanter Punkt. Gibt es einen richtigen oder falschen Punkt, in so eine Geschichte einzusteigen? Es gibt eigentlich immer nur den richtigen Punkt, aber man muss, glaube ich, nur gucken, an welcher Stelle, ne, steigt man eben so ein. Genau, ich denke auch, der Vorteil daran, dass es ja auch ein Online-Retreat ist, dass jeder es von überall auf der Welt aus machen kann und prinzipiell auch jeder in seinem Tempo. Man ist irgendwie nicht abhängig davon, was die anderen tun. Man kann sich inspirieren und unterstützen. Ich würde sagen, dass es wirklich was für jeden ist und es ist vielleicht einfach wichtig, offen zu sein, ne? Dass man einfach von der Einstellung hereingeht, hey, ich bin offen für Neues, ich probiere das gerne mal aus. Das ist, finde ich, die Basis, aber alles andere darf sich ergeben, man darf es ausprobieren, reinfühlen, reflektieren, was macht es mit mir. Ja, es startet Anfang Februar und ich bin einfach voller Vorfreude darauf und das ist auch, was du gesagt hast mit den Rezepten, unter anderem eine Sache, warum ich auch so viele Rezepte kreiert habe und sie auch sozusagen als Inspiration dazugegeben habe, weil die Menschen, die ich bislang coachen durfte, das war immer so, oh, ich brauche irgendwie mehr Rezepte, so ein bisschen eine Routine, eine Anleitung. Und genau das haben sie sich eigentlich gewünscht. Das war so ein bisschen das Feedback und dadurch ist auch mein Retreat sozusagen entstanden, beziehungsweise hat immer mehr Form angenommen, weil ich natürlich auch mit anderen Menschen in Kontakt bin und einfach gehört habe, was so die Bedürfnisse sind. Und es ist, glaube ich, ein ganz, ganz wertvolles Paket, um einfach so sehr großen, wertvollen Schritt in Richtung Gesundheit, Glück und Erfüllung zu gehen. Absolut. Genau, das mit der Routine, also das Feedback hatte ich dir ja auch gegeben, das ist für den Anfang, glaube ich, wirklich eine elementare Sache. Das heißt ja jetzt nicht, das hast du eben auch gesagt, dass man sich jetzt nicht, keine Ahnung, minutiös an irgendeinen Plan hält, darum geht es ja gar nicht, sondern wichtig ist dieses Thema, ich konnte 45 Jahre nichts mit diesem Thema Morgenroutine anfangen, ja, oder Abendroutine und ja, heute gehört bei mir zur Abendroutine eben nicht nur Zähne putzen oder was weiß ich was, sondern eben, na, halt diese Dankbarkeitsnummer, was ich eben gesagt habe. Und das ist wirklich elementar und was du eben auch gesagt hast und dazu kann ich nur motivieren, ist, und das meine ich generell,
Aber ich glaube, dass da jetzt die Leute, die deinen Podcast zum Beispiel hören oder meinen, da schon zum Glück wirklich ein Stück weiter sind. Aber habe ich auch erst auf die harte Tour gelernt in meinem Leben, sich mal auf Dinge einzulassen. Das ist, und da gebe ich dir vollkommen recht, das ist schon so ein Übel unserer Zeit. Das hat auch gar nichts mit Leuten zu tun. Ich glaube, das ist einfach dieses Jahr höher, schneller, weiter, Industrialisierung, dieses ganze Konsum und so weiter. Das ist, ich meine, ich bin 73 geboren, ich bin so, ja, im viertreichsten Land der Welt in die reichste Zeit reingeboren. Ja, also klar, ich habe das so erlebt, bin so aufgewachsen. Und bin dafür auch unheimlich dankbar, um Himmels Willen. Aber dieses, was ich vorhin gesagt habe, dieses Maß verlieren, ich glaube, oder nicht das Maß verlieren, den Fokus, du hast das vorhin schöner ausgedrückt, den Fokus vielleicht so auf die falschen Dinge, auf die falschen Erfolge, falsch im Sinne von materiell oder so, genau, zu legen. Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Sache. Und trotzdem kann es uns ja gut gehen. Also, ne, wir sagen jetzt nicht, bau dir ein Tiny House, zieh in den Wald, sondern eben achte auf dich selber. Also, ich gebe euch auf jeden Fall mal den Tipp, dir auf Instagram zu folgen. Dann kann man auch, kriegt man auch den Launch mit, deinen Podcast zu hören, deinen Podcast zu abonnieren. Meinen natürlich auch. Und den Link, den findet ihr auch nochmal genau in den Shownotes unten, wie man dich findet. Da, wie gesagt, man muss nur in Google eingeben, Wellbeing Anna, da ist man ganz flott bei dir. Also ich persönlich wünsche dir allen Erfolg der Welt damit, aus allen Richtungen auf jeden Fall. Und finde das auch ziemlich cool, dass du das angehst. Ich habe das ja auch, wie gesagt, so ein bisschen mitbekommen. Du hast dich da jetzt sehr lange damit beschäftigt. Und ich finde das dahingehend spannend, wie gesagt, aus deiner Sicht, wie gesagt, ja, der privaten und der Profi Anna. Das finde ich persönlich sehr spannend. Und ansonsten, ich weiß ja, wie kann man dich noch kontaktieren? Ich glaube, bei dir ist am besten schon Instagram. Du bist nicht ganz so Facebook-affin. Genau, Instagram. Ich bin tatsächlich auch bei Facebook, habe da eine Seite, aber ich denke, dass Instagram gut ist oder meine Webseite wellbeinganna.de. Und vielleicht auch nochmal ergänzend dazu, du hast es gerade völlig richtig gesagt. Ich finde es einfach wertvoll, wenn man offen ist und nicht direkt bewertet, bevor man es nicht selber ausprobiert hat. Sonst wäre ich heute nicht vegan. Hätte ich damals sozusagen meiner Stimme im Kopf oder meiner Bewertung direkt, wäre ich der gefolgt, hätte ich das nicht ausprobiert und ich hätte diese Erfahrung nicht gemacht. Und das ist auch das, was ich mitgeben möchte. Hey, probier's aus, mach deine eigenen Erfahrungen. Und jeder Mensch ist individuell. Niemand kann dir sagen, was richtig für dich ist. Jeder kann dir Tipps geben, dich inspirieren. Und am Ende ist es wichtig, auf deine innere Stimme zu hören und deiner inneren Stimme zu folgen. Und vielleicht auch nochmal zu diesen 21 Tagen oder 3 Wochen. Manchen mag das vielleicht recht viel vorkommen, aber es ist die Basis für eine Veränderung und deswegen auch 3 Wochen, weil da kann sich wirklich was verändern. Wir brauchen im Durchschnitt 21 Tage, um eine neue Routine zu integrieren. Und in diesen 21 Tagen kann sich so viel bewegen. Es kann schon nach einer Woche ganz viel passieren, aber wenn man sich dann vorstellt, wenn man das noch weitermacht, dann für 2 weitere Wochen, was da noch alles passieren kann. Und deswegen, ja, es ist, glaube ich, eine Riesenchance und du hast mir gerade ganz viel Erfolg gewünscht. Das ist unglaublich und ich wünsche mir einfach, dass es einfach mein größter Erfolg wäre, wenn es einfach Menschen hilft und ja, diese Welt irgendwie doch zu einem besseren Ort macht und jeder Mensch, der irgendwie davon profitieren konnte, vielleicht diese positive Energie weitergeben kann und ja, dass immer mehr Menschen einfach mit sich im Reinen sind, glücklich sind, gesund sind und das einfach an ihre Familie, an ihre Kinder, an ihre Freunde weitergeben, dass immer mehr Menschen sozusagen wie ein Netzwerk sich das verbreitet über die ganze Welt. Wenn ihr jetzt, wie gesagt, von dir was wissen wollt, bei mir ist es so, wenn ihr irgendwie noch genauere Infos oder was auch immer wollt, habe ich jetzt endlich dann auch mal eingerichtet nach vielen podcast@lustaufvegan.de. Ich vergesse es immer wieder. Ich habe jetzt eine extra E-Mail-Adresse eingerichtet, die ich auch wirklich abfrage. Da könnt ihr natürlich auch hinschreiben. Ja, und ich sag mal, ich falle jetzt mal ein bisschen mit der Tür ins Haus, ohne was zu versprechen. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Wenn ihr Interesse habt, dass ihr die Anna mit ihren Tipps in meinem Podcast vielleicht öfters hören wollt, dann dürft ihr mir auch gerne oder auch der Anna gerne schreiben an post@lustaufvegan.de. Das ist nämlich ein Thema, müssen wir mal schauen, wie das alles so funktioniert. Aber ich persönlich, so sind wir ja eigentlich auch jetzt wieder zusammengekommen, also nach unserem letzten Podcast, dass ich gesagt habe,
habe, ah Mensch, ich würde diese Themen auch gerne so ein bisschen mehr mit reinbringen. Und dann hast du so von deinem Projekt erzählt und ich sage, hey, wie cool. Und dann habe ich ja gesagt, Mensch, hätte ich gerne gehabt. Also wenn ihr vielleicht Themen habt, die euch jetzt im Speziellen interessieren, wo ihr sagt, Mensch, ihr habt ja so viel angesprochen und das war ja auch Sinn der Sache, das wollten wir auch, dass wir jetzt so alles mal so ein bisschen anreißen, um zu merken, wie komplex das Thema ist, aber dass man damit anfangen kann. Auch dann könnt ihr mir gerne im Facebook schreiben oder E-Mail schreiben, wenn euch ein besonderes Thema interessiert, und lade ich dich irgendwann nochmal ein und dann können wir vielleicht nochmal über mehr genauer sprechen. Ansonsten sag es einfach nochmal, erstmal danke dir für die Zeit. Du bist so ein Mensch, das ist immer, auch wenn man sich vielleicht nur mal irgendwie Sprachnachrichten hin und her schickt, ich habe das ja eingangs gesagt, um jetzt wieder die Kurve zu kriegen, das ist irgendwie immer, da ist immer einfach irgendwas dabei, so irgendeine Idee oder irgendeine Inspiration oder irgendwas, das finde ich immer gut, ich liebe das ja, mich mit so Menschen auszutauschen, deswegen wellbeinganna.de und danke dir für die Zeit und ganz viel Erfolg und ein ganz tolles Jahr, ganz viel sportlichen, privaten und was weiß ich was Erfolg. Ich danke dir und wünsche dir viel Erfolg und danke, dass du da warst. Ich danke dir für die Einladung und freue mich auf alles, was noch kommt, und wünsche dir natürlich auch alles, alles Gute und allen Zuhörern nur das Beste für dieses neue Jahr und dass es einfach immer mehr dahin geht, dass jeder seine Wahrheit lebt und gut für sich sorgt. Der Lust auf Vegan Podcast von und mit Erik Hübner. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytaria. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytaria.